Willkommen zurück zu Advance Wars 2 Black Hole Rising. Es geht weiter hier im Kriegsgebiet mit den Duo-Fällen. Max ist unser Gegner und welchen Commander wir nehmen werden, weiß ich actually noch gar nicht. Andy wäre eine Wahl, Olaf weiß ich, wo ich den verwenden werde. Kit hier nicht, da sind zu viele Flugzeuge. Colin wäre eine Möglichkeit, das ist aber ein guter Commander, den wollen wir jetzt noch nicht nutzen. Jess ist auch nicht so toll, weil... Und mal Cats nehmen oder selber Max nehmen, das wäre auch was. Aber Max Ditto machen? Oder wollen wir doch Jess nehmen? Das ist jetzt die große Frage. Ich nehme Jess, auch wenn hier Flugzeuge sind, ich nehme Jess. Baue ich halt mehr Landeinheiten, so ist ja nicht. Haben wir die halt auch hinter uns, weil die ist halt auch sehr schlecht in Advance Wars 2 zumindest. Ganz klar, was wir hier machen wollen, Transporter-Heli, Infanterie und hier einfach Infanterie-Spam. So, der macht sich direkt auf den Weg. Ist halt die Frage, ob wir... Ne, das schaffen wir nicht. Das können wir nicht annehmen, oder? Müssen wir mal gucken, wie Max reagiert. Was Max letzten Endes da macht. Weiß halt nicht, was in seinem komischen Kopf da vorgeht. Schnappen uns noch einen Kampf... einen Transport-Heli. So sag ich immer Kampf-Heli dazu. Das fuckt mich ein bisschen ab. Und... Wir machen noch einen Transport-Heli. So, jetzt haben wir auch genug Transport-Heli. Jetzt ist das Ende aus Mickey Mouse. Jetzt können wir uns genug Terrain sichern. Max hat hier einen klaren Vorteil, wir sehen das. Der ist uns überlegen. Auch mein Plan, da irgendwie die Fabrik jetzt irgendwie einzunehmen, könnte jetzt ab. Ja, könnte er. Ja, das könnte er vergessen, Mann. Es ist vorbei. Funktioniert nicht mehr. Diese Fabrik werde ich aber jetzt schleunig sichern. Ist wichtig, dass man die schnell hat. Da kann man nicht alle Fronteinheiten produzieren. Das ist super wichtig. Deswegen versuchen wir die halt schnell zu sichern. Hätte ich jetzt Eagle oder so, würde ich jetzt einen Kampffehl machen, aber da wir Jess sind, können wir nichts machen. Ich hätte vielleicht einen kleinen Panzer bauen können. Vielleicht nicht schlecht gewesen. Nevermind. Raketenwerfer mit Max. Interessante Decision. Aber ich glaube nicht, dass es so schlau war. Mit Max will es nie irgendwelche Ferneinheiten bauen. Das macht den Char halt so schlecht. Weil Ferneinheiten sind schon ziemlich wichtig in Advance Wars, wie ich finde. Oh, perfekt. Als ob ich es so geplant hätte. Wenn ich jetzt hier einen Titanpanzer baue, der fährt 6 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Lieber warten und nicht so hier einen machen. Wie viel bekomme ich eigentlich pro Zug? 13.000. Das heißt, ich könnte 13.000. Nee, für 15.000 könnte ich was ausgeben. Und da denke ich schon, dass der Raketenwerfer eine gute Wahl ist. Wobei ein Flak. Naja, wir brauchen einen Flak. Wer weiß, was da noch an Lufteinheiten auf uns zukommt. Da haben wir es jetzt schon mal draußen. Und das kann nicht schaden, definitiv. Naja, wir haben halt sonst nichts an Luftabwehr, wenn ich jetzt Raketenwerfer mache. Nee. Könnt ihr vergessen. Nicht im Sinne des Erfinders. Das ist Jess. Okay. Flak. Zack. So, wo können die jetzt überall hin? Der kann dahin, der kann dahin. Okay. Diese zwei Städte werde ich mir auch um jeden Preis sichern. Ja, machen wir das so. Wir bekommen jetzt 16.000. Haben 7.000 über. Und bekommen 16.000. Sprich, ich kann verdammt viel ausgeben. Ich kann verdammt viel ausgeben. 21.000, um genau zu sein.
Oder habe ich mich verrechnet? Ich habe mich voll verrechnet. Ich kann sogar noch einen Titanpanzer bauen, ne? Ein Titanpanzer bauen, 7000, 16000. Nee, Titanpanzer kann ich nicht bauen. Oder bin ich jetzt vollkommen retarded, Mann? Egal, ich baue eh einen Raketenwerfer. Den kann ich auf jeden Fall bauen. Ah, seht ihr, da ist schon der erste Battlecopter. Gut, dass wir das Flak gebaut haben. Missile wäre vielleicht auch ganz gut. Klar, wir werden jetzt einen Rückschlag erleiden. Das ist unvermeidbar. Oh, ah, haha, ich dachte erst gerade, ey, der ist gut platziert, Max, aber du bist ja Max. Insofern hast du scheiß platziert. Ah, feels Batman, ey. Feels Batman. So, was machen wir mit den Transport-Helis? Die brauchen wir alle nicht mehr, eigentlich. Können wir noch als Wall benutzen. Na gut, diesen einen Transport-Heli werde ich sogar benutzen, um irgendeine Infanterie hier mitzunehmen. Eine brauche ich immer noch für diese Stadt da oben. Und jetzt geht's ab. Titanpanzer Nummer 1! Und nicht den Raketenwerfer vergessen. Das ist schon ziemlich wichtig, der an der Front zu haben, weil die Raketenwerfer von Jess hauen schon ordentlich auf die Kacke. So gut. Jetzt haben wir an den Flughafen, was ein bisschen ärgerlich ist. Brauchen wir sehr viel Luftabwehr, glaube ich. Raketenwerfer von Max macht mir keinen Ärger. Nee. Den macht er mir nicht. Macht absolut keinen Ärger. Nee. Gut. War es wichtig, das Flak zu zerstören oder den Panzer? Den Panzer definitiv. Ah, one shot. Jess. Ist göttlich. Bauen hier die Wall auf. We need to build a wall. Donald Trump hat wieder zugeschlagen hier. Und dann gibt's den nächsten Titanpanzer. Ich denke, das ist jetzt hier sehr gut, wenn wir die jetzt hier spammen. Ein Titanpanzer nach dem nächsten. Nimm auch einen Raketenwerfer als Backup. Ist ziemlich schnell unterwegs, da hier eine Straße ist. Insofern haben wir das doch ganz gut hier im Griff. Auch wenn Max immer noch einen kleinen Vorteil hat. Aktuell halt, was die Einheiten angeht. Ich weiß nicht, finde ich Max ein bisschen Vorteil, weil die Infanterieeinheiten einfach besser platziert sind und ja, er hat halt mehr Städte, er bekommt mehr Einnahmen und so weiter und so fort. Ihr wisst es. Ach, das war jetzt dumm. Ach, ist ja Max. Ich vergesse das immer wieder, weil ich spiele so selten gegen Max. Und goodbye, my lord. Der Raketenwerfer von Max ist so schlecht, ne? Und auch das, was zum Geier, Mann. Schön geschwächt. Und er kann uns nicht mehr treffen. Das ist so witzlos, ne? Ich greife den Raketenwerfer an, obwohl er eigentlich useless ist. Egal. Hm, haben wir hier drauf. Und der nächste Titanpanzer. Where is your god now? Seriously, was will er dagegen machen? Ab diesem Zeitpunkt würde ich sagen, haben wir einen leichten Vorteil. Wobei er halt an dem Flughafen hat. Wenn er jetzt da einen Bomber produziert, dann wird es eklig. Ein Bomber zerstört halt die Neotanks. Ich werde niemals einen Jäger bauen mit Jess. Und auch kein Bomber. Wenn ihr sehen wollt, wie man diese Schlacht optimal löst, ist dieses Video nicht empfehlenswert. Weil ich Jess genommen habe und, naja, bei dieser Mission, da wollen die, glaube ich, dass man ein paar Lufteinheiten baut, aber ich werde es halt jetzt komplett ohne Lufteinheiten machen, ne? Das ist ein ganz anderer Weg, diese Schlacht hier zu lösen. What? Ja gut, ist Max, ne? Schon ordentlich reingehauen. Kann man ja nicht anders sagen. Soll er mich mit der Artillerie treffen? Wenn das tut, kriegt er eine Fresse. Den Raketenwerfer werde ich schützen, indem ich das so mache. Und die Jumper und so stelle ich mal hier hin. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt ein Missile für die ganzen Lufteinheiten, die da kommen werden. Weiß ich nicht, was Max da noch alles plant. Drei Titanpanzer sind auf jeden Fall schon mal ordentlich was wert. Das ist Max. Shit. Das war mein Flak, ne? Kann ich jetzt nicht mehr abschießen, weil ich da nichts mehr produzieren kann. Das war das Problem beim Missiles. Zerstören wir den. Hat am meisten Ärger. Nicht wieder in Dings-Range kommen. Missile-Range. Jetzt werde ich sogar hier die Gabe benutzen. Es geht nur um alles oder nichts. Die nutze ich jetzt, weil ich hauptsächlich den 10% Verteidigungsboost möchte.
Damit der Raketenwerfer nicht gleich vom Kampfheli total zerkrüppelt wird. Der Angriff, den werden wir auf jeden Fall abkriegen. Jetzt die Frage, was machen wir? Reicht es für One-Shot? Das reicht für One-Shot. Und den kaputt. Den kaputt. Ja. Den stelle ich hier drauf. Den stelle ich dahin. Und den Heli biete ich hier auch an. Ich hoffe, er greift mit seinem Kampfheli den Shit an. Jetzt brauche ich noch einen Flak, damit wir noch wieder direkte Einheiten haben gegen die Lufteinheiten. Dann stehen wir ganz gut da. Soll vielleicht noch mehr Infanterie wieder bauen. Das werde ich gleich machen. Infanterie und Transporthelikopter. Oh, sweet. Wir versuchen, willst du es einzunehmen. Niedlich. Schaffst du eh nicht. Und goodbye, mein Lord. Was machen wir jetzt? Ich werde erstmal mit diesen Einheiten angreifen. Das ist dann schon ziemlich wichtig. Das Missile, das lasse ich da extra stehen. Was soll das? Ja, wir machen das so. Ach, da unten nimmt ja auch einer meinen Shit ein. Da muss ich jetzt unterbrechen. Das kann Jess nicht gut, weil ihre Infanterie halt super suckt. Crap. Ich muss mich da so positionieren, dass ich den Flughafen abdecke. Und natürlich jetzt noch ein Titanpanzer. Und hier zweimal Transportheli plus Infanterie. Ich hätte plus Mech wählen müssen. Egal. Macht jetzt nichts. Jetzt bin ich gespannt, was Max macht. Zieht seinen Flak zurück. Ja, aber ihr seht schon, jetzt hat er schon keine Chance mehr. Obwohl er am Anfang einen ziemlich krassen Vorteil hatte, wie ich finde. Ist es jetzt eigentlich schon gegessen. Bald perfekt gespielt. Und ist so. Unterbrechen den, dann ziehe ich den geschwächten Titanpanzer hier in, unterbrechen wir den halt da. Ja, das Missile ist jetzt perfekt positioniert. The Dream, Freunde, the Dream. Ich muss mir jetzt trotzdem auschecken hier. Raketenwerfer ist halt keine Bedrohung von Max. One Shot, nice. Trotzdem covert er quasi seinen Jagdpanzer. Na gut, dann muss ich die Infanterie einfach abschießen. Ist auch in Ordnung. Müssen jetzt echt ein paar Infanteries mobilisieren. Denn sonst können wir eben nicht die ganzen Sachen abluchsen. Und das müssen wir wirklich langsam mal tun. Nächste Runde wieder Transport-Helis. Ja, wobei, ich kann den eigentlich zurückziehen. Ja, jetzt kann er natürlich meine Missile angreifen. Aber soll er tun, soll er tun. Die regeneriert sich da ja. Na, er greift lieber eine Raketenwerfer an, was ziemlich schlau ist, finde ich. Hat seine Gaben voll, müssen wir aufpassen. Aber er hat nichts Starkes gebaut, insofern sind wir da ziemlich safe. Und tschüss! Kein Flugzeug gebaut. Perfekt. Perfekt. Ein war die. Können wir schneller hier Sachen einnehmen. Und was? Und. Da will ich das. Ich glaube, das will ich nicht. Ich will lieber den Mech zerschießen. Ich will Raketenwerfer nutzen, um den hier zu stören. Oh yeah, oh yeah. Jess geht ab. Jetzt sagen manche bestimmt, Jess ist doch gar nicht so schlecht, ja. Ich habe ja jetzt auch kein Flugzeug gebaut, ne? Und die Infanterie hat richtig gesackt, das habt ihr eben gesehen. Nein, ich baue keinen Bomber, Freunde. I'm sorry, ich baue keinen Bomber. Ich baue sogar meine Artillerie. Und zu wenig Fernkampf. Da hinten wird es gleich eine Brückenschlacht geben, eine Belagerungsschlacht. Ist blöd, wenn ich so wenig Fernkampfeinheiten habe. Max! Maximal! Schön für ihn. Das will er erreichen. Titanpanzer ein bisschen ankratzen, schön. Panzer lässt da stehen, wird eh gleich zerschossen. Na. Das Interessante ist, dass sein Kampfpanzer da auf seine Basis hat. Sieht irgendwie cool aus. Na, ich lasse das sogar. Ich werde es nicht einnehmen. Ich lasse lieber so. Bäm! Und tschüss, Mann.
Und tschüss, Mann. Den werde ich jetzt hier als Wall hinstellen. Ach, da hätte ich den sogar hinstellen können. Na, es ist nicht alles perfekt, ich weiß, Freunde. Sagen wir gerne, ich mache alles perfekt, aber letzten Endes ist es dann nicht ganz perfekt. Ah, das war nicht so schön. Aber vollkommen in Ordnung. Wie viel Range hat das? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Wenn wir den jetzt hier im Wald hinstellen, dann hat das Missile einen perfekten Punkt erreicht, wie ich finde. Und nächstes Titanpanzer. Oh yeah. Where is your god now? Ach, das ist doch alles ziemlich einfach, Freunde, aber die ganz späteren Kriegsgebietsschlachten, die sind bockschwer. Da gewinnt man wirklich nur, weil die Computer manchmal echt dumme Scheiße machen. Auch hier mit Max. So viele Ferneinheiten produziert, das war ziemlich insane gerade. Der Panzer. Ich berechne, dass Helmut nicht mal einen 5er Flak mit seinem Panzer abschießen konnte im letzten Part. Oh Mann, Helmut. Ja, der Flughafen ist eigentlich nichts wert. Auch wenn man erobern, bringt halt nichts. Es bringt einfach nichts. Ist nicht gefährlich, ne? Nee. Ding! Und... Bäm! Bloß die Panzer mal zerstören von Max. Total nervig. Das Lustige ist, ich kann mit der Artillerie nicht mal meinen Cap unterbrechen, weil er Max ist. So einfach ist das. Er ist Max. Den ziehe ich dahin. Jetzt brauchen wir wieder einen Flak. Hola, die Waldfee, Mann. So viele Transport-Helis. Nächste Runde Gabe. Spezialgabe, um ehrlich zu sein. Ah, shit. Infanterie. Sie ist sogar so positioniert, dass ich nicht mit dem Missile treffen kann. Fies, Mann. Gut. Ich werde ihn einfach mit dem Titanpanzer angreifen, die scheiß Heli. Der Sieg wird hart erkämpft. Ich gebe immer alles. 100%. Overdrive. Die große Überfahrt. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen hier. Erstmal. Just for fun. War jetzt nicht der schlauste Zug. Ich weiß, Freunde. Das war gut. Besser als gedacht. Gucken wir mal, ob wir den hier besiegen können. Die Artillerie. Ich denke schon. Ja. Jess. Not so bad at all. Habe ich mir mehr erhofft, bin ich ehrlich. Das wird nicht reichen, oder? Nee. Machen wir es so. Und Kawomski. Und oh mein Gott, guck mal, wie weit ich fahren kann. Ich glaube, jetzt kann er mich da unten doch gar nicht mal treffen. Das ist natürlich krass, dass das jetzt echt so ist. Klären wir hier den Weg für die nervige Infanterie. Und dann machen wir das so. Und die Joy nicht mal. Soll ich mit so vielen Transport-Helis, seriously? Nächstes Titanpanzer. Nein, ich brauche keine Lufteinheiten. Nein, so viel den Flughafen ab, mache ich es nicht. I'm sorry, guys. Oh, das war schlau von Max. Oh, konnte mich doch erreichen. Hm. Ist in Ordnung, jetzt der Panzer da unten. Kann nicht viel erreichen. Hahaha. Missile Time. Ich weiß ja nicht, wie es bei eurer Uhr aussieht, aber auf meiner Uhr stand Missile Time. Bam. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock mehr hier. Ich habe keinen Bock mehr. Wir räumen jetzt hier auf. Wir räumen jetzt hier auf. Zack. Und den lade ich hier aus. Dann kann ich im nächsten Zug schon anfangen, hier das Hauptlager einzunehmen. Perfekt. Jetzt haben wir auch die Fabrik und den Flughafen. Ich meine, der Flughafen ist mir relativ egal. Trotzdem, wir haben ihn. Das ist doch alles, was zählt. Wir haben den Flughafen, Mann. Wollte ich schon immer mal haben. Spaß.
Achso. Achso, nicht den Titanpanzer zu vergessen. Ich weiß nicht, ob der nochmal zum Einsatz kommen wird. Aber einfach für den Fall. Ich werde jetzt nichts bauen, weil jetzt kann ich da noch weiter eine Front immer bauen. Was ziemlich amazing ist. Das wird jetzt leider wehtun. Ah, scheiße, er hat nochmal die Gabe voll. Maximal. Weiß nicht, ob das noch was ausrichten wird. Ich meine, die Titanpanzer geht ja eh nicht los. Aber das nervt halt. Ja, sowas nervt. Boah, 6 Damage mit dem Jagdpanzer auf den Heli. Brutal. Das war brutal. Aber wir haben hier das Flak. Was? War der nicht voll? Hä? Was war das denn jetzt gerade? Ich dachte, der hat volle Energie gehabt, aber ich glaube, ich habe mich ganz stark verguckt. Ja, muss ich ja. Muss ich ja. Die anderen kann ich auch locker hier zerstören. Dann komm, machen wir den hier kaputt. Nervt einfach nur. Ich hätte den Panzer hier loswerden müssen. Da steht er jetzt rum und wartet. Wisst ihr was? Jetzt brauche ich doch einen Bomber. Da brauche ich doch jetzt einen Bomber. Jetzt ist es soweit, ne? Habe ich euch angelogen. Ja, ich baue bestimmt hier keine Fernwaffen. Keine Luftwaffen. Und da steht er, der Bomber. Tja, so ist das. Bietet sich halt jetzt einfach an. Ich meine, ich habe so viel Geld, was soll ich damit? Bisschen kann der Jazz-Bomber ja auch. Nur nicht one-shotten. Aber für unsere Fälle reicht's. Oh yeah, oh yeah. Der Flughafen ist useless. Für Max ist er nur ein quasi. Ja, seht ihr, ist ganz erträglich, der Bomber. Kann sich sehen lassen, ne? Hätte ich doch eher bauen können, den Bomber. Ah, das wollte ich übrigens nicht, das war Missklick. Aber ich glaube, wir können das eh gewinnen. In diesem Zug. Flak besiegt den. Sehr gut. Ja, perfekt. Ich denke, wir haben gewonnen. Ach nee, da sind noch so viele Einheiten. Ja, crap. Na, wobei. Nee, da ist er noch. Nee, vergesst es. Das wird nix. Das wird nichts in dieser Runde. Ah, so. Nächste Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Soll ich die Sachen jetzt hier noch bewegen? Jetzt habe ich doch Gefallen an dem Bomber gefunden, irgendwie. Aber baut keine Bomber mit Jazz. Das lohnt sich in der Regel nicht. Ich werde jetzt die Gaben benutzen, um halt den erhöhten Verteidigungsboost zu haben. 10% Defense Boost. Warum nicht? Arm oder nicht arm? Seriously. Jo. Na gut. Na, hat doch nicht so viel gebracht, wie ich mir erhofft habe. Gut, versuchen wir alle Einheiten zu zerstören. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Das war super dumm. Warum hat er nicht den anderen Flughafen benutzt? Das ist mal wieder typisch Computer. So dumme Sachen machen, den gewinnt man halt. Konnte ich nichts mehr einnehmen. Schade, der Bomber erreicht sein Ziel nicht. Kann man den hier besiegen? Ja, und dann haben wir gewonnen. So einfach ist das. Das war die Duo-Fälle. Duo-Fälle-Mission. Rang S. Alles andere hätte mich auch gewundert. Rang S mit Jazz. Niemals aufgeben, das ist mein Motto. Yes. Yes, das war's mit Jazz. Gut. Im nächsten Part wird's wirklich schwierig. Hammerhafen, eine sehr nervige, schon durchaus knackige Mission, muss ich sagen. Da werde ich Kit nehmen, weil ihr seht schon den kleinen Engpass da beim Hauptlager und das ist quasi der Clou. Da wird sich alles abspielen. Sprich, ich werde die ganze Zeit Artillerie spammen. Das ist das, was ich machen werde. Ja, hier werde ich Kit schon benutzen. Muss ja jeden Charakter nur einmal genutzt haben. Das Problem wird sein, wenn ich dann die anderen Charaktere benutze, ne?
Ich meine, es gibt Charaktere, das sind so Allrounder, Tammy und Nell und so, die kannst du eigentlich überall benutzen, Andy. Aber hier bietet sich halt Kit super gut an. Cat ist auch ein Allrounder. Weil Cat hier auch ganz gut ist. Es sind einige Bergterrains, Wald. Hm, vielleicht spielen wir auch mit Cat. Ja, wir werden mal sehen, wen wir nehmen. Ah, kommen noch einige schwierige Sachen auf uns zu. Hier Bergenland ist auch ziemlich hart. Werde ich wahrscheinlich Eagle nehmen. Schauen wir mal. Ah, es wird doch schon schwierig. Ja, die leichtesten Sachen, die drei, sind quasi witzlos und ab dem nächsten Part wird's ernstzunehmend. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, würde ich das Video gerne vorbeisehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut, haut rein.